Geh her, du bist voll im Bild. Ich bin total im Bild. Sehr gut. Man hat den Eindruck, dass du auch noch nicht so richtig will, dass man den Steig überhaupt noch findet. Für unsere weitere Unternehmung, die da über den Bergkamm drüber gehen, soll ich nicht recht viel Gutes. Das ist der Gipfel, da ist das Gipfelkreuz. Wir werden sterben. Nein, wir werden nicht sterben, aber das werden wir da zumindest umgehen. Sensationell. Maske, Make-up bitte, hallo. Ja, leider, nein, haben wir nicht. Hallo und Grüße vom Pfaffensattel, ich bin Flat dabei und heute geht's auf eine kleine Rundwanderung als Abenteuer und da nehmen wir Asrael mit, weil bevor der was sagt, fängt er wieder zu lachen an. Ja, ich nehme natürlich heute nicht nur Asrael mit, sondern ich nehme euch mit. Das ist halt Aerox ganz ungewohnt, es ist ja ungewohnt, dass ich mein Kapperl nicht aufhabe. Pfaffensattel, da war irgendwann einmal ein Wirtshaus oben, das schaut schon etwas heruntergekommen aus und nicht zu sagen außer Betrieb. Ja, was haben wir heute vor? Eine kleine Abendtour, nämlich vom Pfaffensattel über den Kardinalnagelsteig und die Pfaffenalm irgendwann einmal auf den Harterkogel und dann die Überschreitung über den großen und kleinen Pfaff zurück. Ja. Wann du da am Pfaffen sehen, ne? Ja, Pfaffen glaube ich sehen wir da keine. Aber immerhin einen Kardinal gibt. So, jetzt gelangt man relativ rasch an diesen Sattel und da probieren wir es jetzt einmal da den Kardinalnagelsteig zu finden. Wer jetzt glaubt hätte, dass der Kardinalnagelsteig da irgendein besonders gut ausgetretener Steig ist oder womöglich gar markiert, der geht da fehl. Das ist nämlich nicht so. Und den einzigen Hinweis, den man da findet, ist sowas da. Na schau. Da hat sich mal den Weg gemacht, um den Stein reinzulegen. Ja. Damit man den Kardinalnagelsteig findet. Das ist eben genau was, was ich in der Finstern sicher nicht begehen wollte. Der Nagelsteig ist jetzt nicht gerade die populärste von allen Möglichkeiten da. Nach einem bisschen komplizierteren Zustieg den echten Steig entdeckt, so wie es ausschaut. Man hat den Eindruck, dass da auch noch nicht so richtig will, dass man den Steig überhaupt noch findet. Und dann arbeitet ein anderer dagegen mit den Stormandeln, die es da gibt. Wie zum Beispiel hier, da hinten, ein bisschen in Wolken, ist noch das Stuhleck zum Sehen. Und der Pfad ist inzwischen deutlich und auch von der Geländestufe her gut erkennbar. Ja, ist ja richtig schade, dass man dieses schöne Steigeln da von den Leuten verbergen will. Toll angelegt, eine schöne Stimmung, ein schöner Ausblick. Lustige Vegetation. Macht doch eigentlich Spaß da. Und zwar ist da oben das Haus, das alles Günterhaus. Müssen wir jetzt da tatsächlich nochmal nachschauen. Ja, ist ein Liebsteiger, ne? Nirgendwo gefährlich momentan. Da hat man überall breit genug zum Steigen und das ist von der Neigung her angenehm, das heißt, da hat man nicht irgendwie zum Herhalten. Ein bisschen felsig ist da, nicht allzu viel. Passt. An manchen Stellen öffnet sich der Wald, da hat man dann einen Latschenwuchs zum Teil. Es schaut da so aus, als ob das Gelände so steil ist, dass da von oben immer wieder der Schnee nachdruckt und dann setzen sie halt nicht mehr die Latschen durch. Schutz der Latschen, da gedeiht dann auch so ein komisches kleines Fichtenbäumchen, ganz dicht, schau. Ja. Besteht überhaupt nur aus kleinen Trieben. Ja. Im Absturzgelände. Erste Kletterstellen. Diese Mulde, da können wir jetzt detektivische Spurensuche treiben. Was hat diese Mulde verursacht? Der kleine Stein, der hat diese Mulde verursacht. Der ist ein bisschen weiter oben gegangen und offensichtlich runtergekommen. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Da ist er irgendwie bei den Wurzeln drinnen gewesen. Und jetzt ist er tiefer gelegt. Ja, dass da der Stau runtergerutscht ist, ist vielleicht aber weniger lustig, als was wir es jetzt vorhin scheinen haben lassen wollen. Wenn man da schaut am Weg, sieht man deutlich, dass da immer wieder so diese hellen Steine drauf liegen, lose. Naja, wenn man sich jetzt ein bisschen fragt, woher kommen die wohl, dann ist die Antwort, naja, von oben. Das heißt also, wir sind in einem Gebiet, das offensichtlich schon Steinschlag gefährdet ist und wo man sich jetzt auch nicht allzu lange aufhalten sollte, weil sonst hat man so einen Stau halt irgendwann mal drauf. Wir machen da gerade viel Arbeit. Wir haben ihn aufgeschickt und schauen, ob die da auch mal zusammen. Das sind Schwarzarbeiter. Vor allem nicht sicher.
Also ich darf das nicht machen. Nein, das mache ich nicht. Weißt du warum? Nein, ganz einfach. Was passiert, wenn er umfällt? Voll da. Cooler, cooler, richtig, ja eh. Leg ihn einfach so drauf, dann hast du wenigstens was für die Markierung da. Gibt's eh nicht so. Ich bin eh nicht so. Wer hätte es gedacht, dass das so ein Weg auch beim finsteren Fichtenforst oder überwiegend finsteren Fichtenforst abwechslungsreich sein kann. Ne? Sogar wird ausblickend da hinauf. Schau da oben, das ist der Pfaff. Mhm. Ja, schon. Ist es? Sicher. Na, kostet mal. Müsste da nicht gut sein. Ja. Hm? Sind ein bisschen klein, aber. Das ist sicher nicht schlecht. Ne? Ja, das hat man eigentlich nach weniger als einer halben Stunde auf einen wunderbaren Abschnitt. Ein bisschen einen felsigen Grat. Und immer noch hat man dankenswerterweise Stormandeln, die den Wegverlauf markieren. Und da sieht man auch auf der Forststraße, die man im Zweifel nehmen kennt, wenn es einem den ganz blöd kommt. Aber wir bleiben jetzt hübsch da auf der Höhe. Ja, und ist da. Aufpassen, wo du hinsteigst. Aha, aufpassen da. Dann stellst du im Wasser. Also sowas muss man einmal zusammenbringen, irgendwie im Gehen einfach mal den Stecken einfallen. Das ist hohe Wanderkunst. Der ist gar nicht so leicht zum Ausfallen, nämlich. Geht in die andere Richtung auch nicht. Ja. Das ist einfach das kleine Astl, was da sich verspießt. Aber jetzt. Das Steigerl wird jetzt zunehmend verwachsen, weil die Heidelbeeren fordern da ihr Recht. Da hat man eine kleine Rückschau in Richtung dem Pfaffensattel. Von dort drüben, von der Einsattlung, kommen wir her und sind da jetzt doch schon ein ganzes Stückchen gewandert. Schau einmal. Ja, da hat es einen Hochstand angerannt. Es ist immer noch gut erkennbar, wo der Steig verläuft, weil er eben ursprünglich auch wirklich schön eingraben angelegt worden ist. Aber jetzt natürlich, dadurch, dass er nicht mehr wenig begangen wird, schon die Vegetation dem ziemlich zusetzt. Tja, und wer weiß, was die Ameisen da auf dem Stamm machen, dann ja, darf mich das interessieren. Das schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, man würde es vermuten, he? Aber wenn man sich da in einem Bereich bewegt, wo man sich allein von der Vegetation her gar nicht viel Abwechslung erhoffen würde und auch nicht viel Ausblick, gibt es ihn ja doch. Da haben sie nämlich irgendwann einmal Holz gemacht und momentan sind die jungen Fichten noch nicht hoch genug, um dass man halt noch schön was sieht. Ja, bis daher waren immer durchgehend Steinmänner oder eben zumindest aufgelegte Steine auf die Baumstümpfe zu finden, auch da noch. Und jetzt nähern wir uns schon langsam sicher der Forststraße. Und außerdem, schau, da gibt es ja Schwammerl. Und das sind in dem Fall eher Schwammerl. Zum Ende wird der ganze Geschichte ein bisschen weniger ausgetreten. Und der Pfad, den man hat, der befindet sich ein bisschen mehr an der Kante. Das ist jetzt nochmal der Endspurt, den wir da absolvieren, bevor der Kardinalnagelsteig in die Vorstraße übergeht. Und das ist jetzt eine kleine Durststrecke. Und dir ist ein Fuchs verloren gegangen. Da haben immer so schön gesagt hat, jede Bewegung, die nicht der Nahrungsaufnahme oder der Fortpflanzung dient, ist unnötig. Von meinem Vater hat man was lernen können.
Ah, der war gar nicht so unglaublich extrem klar. Also 100 Kilo hat er schon gehabt, aber. Also da verhungerst du mal nicht so schnell. Nein. Also da dieser Weg zu den Heidelbeeren will wohl verdient sein. Da ist jetzt schon ein bisschen kompliziert, aber es sind immer noch Steinmandeln. Das ist halt jetzt da ein bisschen schräger. Schon wieder sind wir in den vertrauten Gefilden des finsteren Fichtenforsts, der uns da empfängt. Und nähern uns unaufhaltsam der Forststraße. Ja, da wird es nochmal am Schluss feucht. Muss ein bisschen aufpassen, was man da tut. Da geht es zwar noch am Hang entlang dahin, aber weit ist die Straße jetzt echt nicht mehr. So, da meint jetzt der Fluss nochmal richtig ernst. Und das ist da wirklich ein sehr klares Wasser, das man auch ungefiltert trinken könnte. Jetzt wird der Steig zusehends weniger ausgeprägt. Ich würde einmal behaupten, dass man da jetzt auf die Forststraße hinunter am besten absteigt. Da ist der Kardinal-Nagelsteig aus und da hat man auch schon entsprechend die Abzweigung für die andere Richtung mit so einem Stammandl markiert. Mehr Markierung als das gibt es da nicht. So schaut das aus, genau. So, wenn man da bei diesem Bächlein angekommen ist, dann ist man auf der Forststraße. Für das, was auf der Karte da hinten als Rücken und Aufstieg anzeichnet, ist schon zu weit. Allerdings, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da einfach keinen Weg gefunden. Und wir werden deswegen jetzt einfach nur der Forststraße weiterfolgen und so zur Pfaffenalm aufsteigen, bevor uns da was passiert jetzt am Abend. Nehmen wir doch lieber die sichere Variante über die Forststraße, die vielleicht einen Kilometer länger ist. Ja, diese Zusatzmeter auf der Forststraße sind natürlich nicht wahnsinnig attraktiv. Es ist aber wirklich nicht weit. Man hat da jetzt schön ausgesehen in die Sonne. Und das lässt sich da vor mir auch schon erahnen, dass sie irgendwann einmal Abzweigung kommt. Und bei der müssen wir uns dann links halten, damit wir wieder, wie geplant, auf die Pfaffenalm gelangen. So, also da Einmündung in die Forststraße und in einer scharfen Linkskehre zur Pfaffenalm auf. Moderat ansteigend. Ja, da hinten die Wolken da in Richtung vom Stuhleck ist. Die verdeckt die Sonne fast schon. Schön. Da ist praktisch aus. Das war schade. Ja, das verheißt jetzt für unsere weitere Unternehmung, die da über den Bergkamm drüber gehen soll, nicht recht viel Gutes. Weil das war nämlich eigentlich zu wegen der Aussicht gewesen. Und die Aussicht, so wie es ausschaut, können wir uns da jetzt aufzeichnen. Ein Windpark sehen wir zumindest, das ist ja was wert. Ja, wir gelangen da jetzt auf eine kleine Einsattlung. Und bei der Einsattlung, da darf man jetzt nicht wieder absteigen, sondern man muss nach links hinauf. Ja, wenn wir das Steigerl vorher gefunden hätten, dann waren wir da vorne irgendwo in dem Bereich auf die Forststraße getroffen und aufgekommen und hätten dann da weiter aufsteigen können. Hier die Straße erreichend in Richtung der Pfaffenalm. Das machen wir jetzt. Das ist die erste mögliche Vorstraßenabzweigung, die man auch rechts hat. Ja, da, das ist ein leicht windschiefer Hittl. Es ist die Pfaffenalm. Da sind wir jetzt, wenn man direkt aufsteigen wollte, könnte man da über die Almwiesen und den Wald dann auf den Harterkogel gelangen. Das machen wir nicht. Wir gingen da jetzt tatsächlich die Vorstraßen aus. Da haben wir Sicht. Bewirtschaftet ist da schon lange nichts mehr. Ganz dicht wird es auch nicht sein. Schauen wir das Ganze nochmal an. Lost place, nicht? Aber immerhin, also im Schlechtwetter besser als nichts. Ja, nicht? Da oben darf man jetzt zeigen in Richtung Feistrittsattel. Da ist auch, glaube ich, kurz die Straßen zu ahnen gewesen. Da ist halt jetzt leider schon ziemlich neblig überall. Schau, wie die Nebel ziehen da. Ha? Aha, schau. Die Abzweigung ist da vorne eh schon ins Blick gekommen. Vorne sieht man dann jetzt die Einmündung vom markierten Weg, wo wir uns nach links halten und den Markierungen entlang zurückgehen. Da in der Ödnis der Holzbringung und hat da einen Parallelweg erkennbar. Und da vorne war die Einmündung. Also da die Geschichte von der anderen Seite und da oben deutlich sichtbar.
die Markierung. Das ist ein bisschen schade. Es ist uns leider die Sonne abhanden gekommen. Es hat sich ordentlich eingenebelt. Ich fürchte, wir werden da nicht viel sehen. So, jetzt wo wir da auf dem markierten Abschnitt sind, befinden wir uns am Zentralalpenweg. Und das äußert sich zum Glück darin, dass die Markierungen wirklich sehr motiviert sind. Wenn man jetzt nicht den großen und kleinen Pfaff mitnehmen will, dann bewegt man sich eigentlich von dem 02er, dem Zentralalpenweg, gar nicht mehr runter. Es war die letzte Kehre. Jetzt sind wir da ziemlich im finsteren Wald. Und das bleibt zum Glück nicht so. Jetzt haben wir da tatsächlich den Rücken erreicht. Und damit würde eine freie und aussichtsreiche Landschaft beginnen. Ja, wenn es Aussicht gab. Schau. Ist ziemlich aussichtslos die Situation, ja. Ja, der Rücken ist gewonnen. Aber blöderweise ist es halt jetzt nicht mit Aussicht verbunden. Man muss auch schon froh sein, wenn man da den Weg findet. Der Abschnitt ist, glaube ich, ein bisschen stiefmütterlich von der Begehung her. Da vorne könnte allerdings eine Markierung davon, dass wir da durchaus richtig sind. Da gehen wir ganz kurz einmal um. Es ist zwar noch nicht der Arterkogel, weil dessen Erhebung befindet sich nämlich da drüben. Es ist der Großmugel, der komische da. Aber Gipfelkreuz gibt es ja trotzdem. Aussicht leider mäßig. Na, Hauptsache der Küselack. Der war da. Der war da. Dann ist alles, dann ist alles geklärt. Ich glaube, das da richtig war. Das glaube ich kaum. Ja, da können wir jetzt einmal um den rennen, aber ich würde sagen, wir gehen schon noch zum richtigen Wetter, oder? Ja, man kann den natürlich auch auslassen. Der Weg da ist nicht wesentlich weniger ausgeprägt als der andere. Kommt auch vorhin wieder zusammen. Ich bin da einigermaßen überrascht, dass wir da gar nicht so viel Wind haben. Es hätte eigentlich unten sich windiger angelassen, als wie da herum jetzt ist, gell? Ja, ich glaube, also so Dinge wie die Panoramaaufnahme, die können wir händisch zusammensetzen. Die Drohne im Rucksack, das ist ein Ballastgewicht, die kann ich auch vergessen, da brauche ich nicht aufsteigen. Das gibt nicht viel her. Ich hätte mir ja gedacht, weißt, wenn man da jetzt im Sonnenuntergang zum Beispiel auf den Harterkogel aufgeht und auf der anderen Seite wieder runter, da ist immer noch frei. Drohne und dann unterunter durch, ja. Ja. Wäre natürlich eine nette Aufnahme, aber so im Nebel irgendeine Aufnahme einfach auf die Glotzen von oben, ja, das kannst du vergessen. Ne? Ja, Pech heute. Da hat sich eine ganz schöne Jagd hinten hinbaut. Das ist aber hübsch dort. Ja, jetzt ist gar nicht mehr so neblig wie vorhin. Ja. Vielleicht haben wir ja doch ein bisschen Glück. Der Aufstieg auf den Harterkogel führt uns jetzt da über die Wiese. Ich habe jetzt da keine Lust, irgendwie durchs hohe Gras zu marschieren. Das ist der Gipfel, da ist auch das Gipfelkreuz. Also ich muss gestehen, es ist auch ziemlich ein bescheidenes und kleines Gipfelkreuz, aber es ist immerhin ein Gipfelkreuz und da steht ein harter Kogel oben. Also im Schnee hat man echte Probleme, den Gipfel zu finden. Da tust du mit deiner Siegespose vom Hochstab ziemlich schwierig. Das wird schwierig, ja. Ja, eh nicht. Das ist also, das ist winzig, um nicht zu sagen, fast schon mikroskopisch, das Gipfelkreuz, um diese Größenverhältnisse entsprechend herzustellen. Aber der gute Wille ist erkennbar, oder? Ja, jetzt haben wir halt natürlich den Auftraten, was die Aussicht betrifft. Nicht? Aussicht leider keine. Nämlich weder nach Norden, noch nach Westen, noch nach Süden. Nur nach Osten, ja gut, da bist du im Weg, aber, ja, aber nicht im Weg. Also die Situation ist absolut aussichtslos. Ja, also es ist genauso neblig geblieben, wie man sich das da vorstellt oder wie wir es uns eigentlich eben nicht vorgestellt hätten. Und da haben wir jetzt mehr oder weniger beschlossen, wir werden vermutlich den Aufstieg auf den Pfaff auf großen und kleinen bleiben lassen, weil wir werden nämlich genauso viel sehen wie da, nämlich nichts. Nicht einmal irgendwelche Lichter oder sonst irgendwas und werden uns einfach direkt auf den Abstieg machen, der jetzt im ersten Moment eh noch gleich ist. Jetzt doch schon deutlich nach 20.30 Uhr und damit ist auch um die Jahreszeit schon der Sonnenuntergang absolviert. Der Weg ist halbwegs erkennbar. Da zumindest noch. Schauen wir mal, wie das dann sein wird im Wald drin, aber wir haben ja zum Glück Stirnlampen. Das ist ja kein Problem. Ja, mystische Nebelstimmung, ne? Also von der Stimmung her ist es genial, das ist keine Frage. Blöderweise, ja,
Das war normalerweise eine Gegend, wo man sonst noch was sägen kann aus der Nähe, und das haben wir halt jetzt nicht. Ja, also Markierung haben wir auch noch. Passt also ja alles. Vor uns war jetzt ganz dunkel im Bild zu erahnen. Da war dann der große Pfaff. Den würde ich sagen, lassen wir uns jetzt guten Gewissen schenken. Das lohnt sich, glaube ich, nicht so richtig. Von Eindruck her gibt es die Kamera nicht gut wieder, das nutzt ja nichts. Es ist also eine total mystische Nebelstimmung. Es ist jetzt noch nicht wirklich finster. Man sieht noch ganz gut ohne Lampen momentan. Und da hinten zum Beispiel die Bahn. Das schaut schon günstig aus, ja. Eigentlich. Gell? Das ist, also hat schon was. Jetzt ein bisschen an Finnland, wenn es jetzt das Ganze nur mit Schnee vorstellt. Ja. Dann hast du ungefähr die Stimmung, wie es oft in Finnland im Winter hat. Ja. Ja, da ist jetzt eine kleine Kuppe und eine Markierung drauf. Da sind wir noch richtig. Schaut leer und aus von da. Das ist genau der Lichtkegel. Ja, da siehst du den Lichtkegel. Das ist ja genau beim Nebel das Problem mit so einer Stirnlampe. Dass man halt, wenn man wirklich dann so in einer Nebelstimmung da ist, sich gleich gar nicht unbedingt wahnsinnig verbessert, wenn man da recht Gas gibt mit der Lampe. Es ist so dunkel, dass man gerade noch gehen könnte. Wird dann im Wald aber sicher mal sehr finster, darum haben wir inzwischen auch die Stirnlampen ausgepackt. Und jetzt ist es halt echt so, dass man den Nebel vor den Augen beleuchtet. Ne? Aha. Ja, na super. Da habe ich mir jetzt die Füße ordentlich eingewagt. Man muss nämlich leider auch wirklich da rum. Nutzt alles nichts. Aha, schau. Da hat man jetzt genau diese Stelle, wo es da oben markiert ist. Nur leider Gottes ist da halt jetzt sehr verlegt. Wir werden sterben. Nein, wir werden nicht sterben, aber das werden wir da zumindest umgehen. Weil ich glaube, dass das nicht umsonst da ist. Da ist nämlich genau deswegen, weil das umgehauen hat. Richtiges Survival-Abenteuer. Da. Ja. Sehr gut. Also, ein paar Bäume umgeflogen und schon wird die ganze Geschichte spannender als ein Wirbel. Jetzt nicht, dass man sich fürchten muss, aber halt einfach Wegfindung ist plötzlich aufwendiger. Da sind wir einigermaßen richtig, wie man da durch das Gras erkennen kann. Feistrittsattel, wo wir herkommen, Pfaffensattel in die andere Richtung. Naja, schauen wir mal. Man hat da durch den Nebel echt das Problem, dass man, wenn man das vor die Stirn führt, sich so dermaßen selber blendet, wenn man in der Nähe von der Lichtquelle ist, dass das einfach nicht so gut funktioniert, wie wenn man es in der Hand relativ weit unten tragt. Ist auch mal eine interessante Erfahrung, die man da macht. Da hat man jetzt schön markiert überall und wieder einen leichten Gegenanstieg schon seit einiger Zeit. Gemeinerweise, ja. Jedenfalls in der Finstern. Ist das schon zum Teil zum Aufpassen? Es sind immer wieder auch Holzschlägerungsarbeiten gemacht. Ja, jetzt sind wir im Bereich von kleinem Pfaff noch mal auf einen Gegenanstieg gewesen. Und der Gegenanstieg, der ist mehr oder weniger erst jetzt aus. Damit hat man es dann von den Höhenmeter her so einigermaßen geschafft. Also man kann jetzt, glaube ich, auf der Kamera auch sehr gut erkennen, diesen Blendeffekt, den man da hat. Einfach ein bisschen weiter weg. Leicht ist besser. Ja, sonst sieht man halt, wenn man die Lampe auf der Stirn hat, wirklich ziemlich wenig. Da wären wir jetzt in einem Gebiet, wo man sogar noch ein bisschen eine freie Sicht hat und den endgültigen Abstieg von der Flanke vom kleinen Pfaff beginnen. Tatsächlich erstaunlich gebirgig da. Da ist es zum Teil ziemlich steil, ja. Da haben sie auch wieder jede Menge Scheiner aufgelegt zum Zeichen, dass man da richtig ist. Ja? Ja, sollten einen Schaden ohne nutzen. Na, bist du zufrieden mit deinem Licht? Ich bin total zufrieden mit meinem Licht. Super, sensationell. Maske, Make-up bitte, hallo. Ja, leider, nein, haben wir nicht. Ja, wir sitzen auf dem Bankerl, wo wir die Abzeugung zum Kardinal Nagelsteig so verzweifelt gesucht und letztendlich auch gefunden haben. Und können ein kurzes Fazit von der Tour machen. Ja, leider, oder Gott sei Dank, oder wie man es nimmt, war oben die Sicht nicht so gut. Aber es hat trotzdem eine super Stimmung gehabt letztendlich. Wie heißt der? Der große und der kleine Pfaff, ja, genau. Den haben wir auslassen. Ja, aber das war keine religiöse Erfahrung heute, aber... Ich glaube, da muss man auch kein schlechtes Gewissen haben. Man hätte nichts gesehen, man hätte nichts filmen können. Ich habe von den Aufnahmen, wenn ich das Video dann zusammengeschnitten habe, sicher im Wald genügend Eindruck von dem, was man alles nicht sieht. Nicht?
Also das hätte einfach auch keinen Sinn ergeben. Es sind ein bisschen mehr als 10 Kilometer jetzt gewesen, weil wir den Forststraßenumweg in Kauf genommen haben, um auf die Pfaffenalm zu kommen. Höhenunterschied ist moderat, ich glaube Anstieg ist absolut in Ordnung. Das ist okay, ja. Ja. Am Schluss ein bisschen mühsam durch die Forstarbeiten. Das ja, und vor allen Dingen durch, das ganze, durch den ganzen Gatsch. Ja. Es war teilweise extrem gatschig, so fast schon Sumpflandschaft, schreckenweise. Ja, auf jeden Fall war eine wunderschöne Abendunternehmung, wenn man ein bisschen mehr Wetterglück hat wie hier. Wir haben uns eine kurze Rast, ein bisschen eine Trinkpause, ein Müsliriegel, zum Auto sind es noch 700 Meter ungefähr. Nein, werden es gar nicht sein. Halber Kilometer vielleicht. Es bleibt echt nicht mehr viel zu sagen, außer ich bin flott dabei und vielleicht sieht man sich einmal auf einer anderen Tour. Abschließende Szenen sind als optional. Wir werden halt einmal schauen, was wir in der Finstern so zusammenbringen. Geh her, du bist voll im Bild. Ich bin total im Bild. Sehr gut. Das war schon gut. Wir müssen irgendwie actiongeladen vorbeigehen. Ja, bitte, geh actiongeladen vorbei. Sagen wir das. Da wird das aufgebaut, das guckt da bloß da und das wird immer größer. Das wird immer größer mit der Zeit, aber bei einer gewissen Größe ist dann immer viereckert, dann kann man es nicht mehr nehmen. So. Ich bin eh nicht so. Das ist ein Spielverkehrer. Nein, war nicht, ganz ernst. Ich muss gleich mal was sagen. Ich sage eh irgendwas.